Bei dem Fall um Maria Baumer geht es um Kindesmissbrauch, Stalking und Vergewaltigung. Das Leben von Maria Baumer könnte gar nicht besser laufen. Sie hat gerade erst ihr Geoökologiestudium beendet, einen Job angefangen und ist seit kurzem Vorsitzende der katholischen Landjugend in Bayern. Und auch privat läuft es gut. Mit ihrem Freund ist sie seit Jahren zusammen, die beiden haben sich verlobt und planen bereits ihre große Hochzeit. Alles scheint so, als hätte Maria eine strahlende Zukunft vor sich, bis sie eines Tages spurlos verschwindet. Es ist der 26. Mai 2012, der Samstag vor Pfingsten und die Familie Baumer kommt zum Mittagessen zusammen. Maria ist gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Barbara in einem liebevollen und behüteten Elternhaus aufgewachsen. Für Studium und die Arbeit ist Maria nach Regensburg gezogen, der Kontakt zu ihren Eltern und vor allem zu ihrer Zwillingsschwester ist aber immer noch sehr eng. Und auch Christian, mit dem Maria seit 4 Jahren zusammen ist, ist fester Bestandteil der Familie. Er arbeitet als Pfleger, absolviert nebenbei noch sein Medizinstudium und die beiden verbindet ihr starker Glaube. Christian und Maria wohnen zusammen und planen bereits ihre gemeinsame Zukunft. Im September steht ihre Traumhochzeit an und die Einladungen sind bereits geschrieben. Die beiden scheinen sich an diesem Tag zum Mittagessen zu verspäten und die ganze Familie wartet bereits auf sie, bis auf einmal das Telefon klingelt. Christian ist am anderen Ende. Sie sind nicht auf dem Weg zu Marias Eltern, denn er hat ganz andere Sorgen. Maria ist verschwunden. Ihr Verlobter kann sich gar nicht erklären, was passiert sein soll. Ihr Handy ist aus, sie hat keine Notiz hinterlassen und bei niemandem scheint die 26-Jährige zu sein. Der Abend zuvor verlief gewöhnlich. Maria und Christian waren auf dem Reiterhof seines Bruders, ein harmonischer, glücklicher Abend unter Verwandten. Gegen Mitternacht fuhren dann die beiden wieder in die Wohnung des Paares in Regensburg. Am nächsten Tag ging Christian joggen, während Maria noch schlief. Als er zurückkam, fehlte von seiner Verlobten plötzlich jede Spur. Es bricht Panik bei der Familie aus und 1000 Fragen schwirren im Kopf von Marias Eltern, ihrer Zwillingsschwester und ihrem Verlobten. Wo könnte Maria sein und vor allem, warum sollte sie einfach verschwinden? Ist ihr der Stress um die Hochzeit zu viel geworden oder der Stress mit Arbeit und Ehrenamt? Schließlich hat sie erst vor einigen Tagen ihren ersten Job nach dem Studium angefangen und wurde vor einer Woche zuvor zur Vorsitzenden der katholischen Landjugend in Bayern gewählt. Aber auch gleichzeitig sind genau das die Sachen, die ihre Familie daran zweifeln lassen, dass Maria wirklich freiwillig verschwunden sein soll. Schließlich hat sie jahrelang auf all das hingearbeitet. Sie ist glücklich in ihrem neuen Job, sie freut sich auf das, was das Leben ihr bieten wird. Oder war das alles nur eine Fassade? Denn Maria meldet sich am Nachmittag bei Christian. 2 Mal ruft sie ihn an und sagt ihm, dass sie eine Auszeit braucht. Zuerst meldet sie sich aus Nürnberg, beim 2. Mal sagt sie, dass sie nach Hamburg fahren wird und am Montag wieder zurückkommt. Außerdem sieht Christian, dass Maria ihm bei Facebook geschrieben hat. Um 9.12 Uhr, als er gerade joggen war, vermutlich der Zeitpunkt, zu dem sie die Wohnung verlassen hat, schreibt sie: Mein Schatz, es tut mir weh, aber ich kann nicht anders. Verzeih mir, du weißt, was ich dir gesagt habe. Ich liebe dich. Was Maria mit dieser kryptischen Nachricht allerdings meint, kann sich Christian nicht erklären. Und auch wenn es Maria gut zu gehen scheint, lässt ihre Familie sie mit vielen Fragen zurück. Also wenn es Maria schlecht geht und sie eine Auszeit braucht, warum vertraute sie sich vorher niemandem an? Nicht einmal ihre Zwillingsschwester Barbara, der die 26-Jährige sonst alles erzählt, weiß davon. Und warum fährt Maria ausgerechnet nach Hamburg? Sie hat zwar dort eine Tante, aber bei der ist sie nicht. Oder hat Marias Verschwinden einen ganz anderen Grund? Seit Wochen plagen die 26-Jährige stundenlange Gedächtnislücken und regelrechte Blackouts. Sie war bereits mehrmals bei Untersuchungen, aber niemals konnte jemand den Grund dafür finden. Hat sie vielleicht wieder solch einen Blackout? Hat sie vielleicht deshalb ihre gewohnte Umgebung plötzlich verlassen und braucht sie vielleicht Hilfe? Doch auf all das hat ihre Familie keine Antworten. Alles, was ihnen bleibt, ist auf Maria zu warten, die am Pfingstmontag wieder nach Regensburg zurückkehren will.
An diesem Montag wartet Barbara bis in die Nacht am Bahnhof und fiebert ungeduldig jedem Zug aus Hamburg entgegen. Aber Maria ist an keinem der Züge. Seit 2 Tagen lebt ihre Familie in Angst und Ungewissheit. Nachdem Maria nun auch an dem Tag, an dem sie eigentlich wieder zurück sein wollte, unauffindbar ist, gehen dann Barbara und Christian zur Polizei, um die 26-Jährige als vermisst zu melden. Es beginnt die Fahndung nach der 26-Jährigen. Zwar kommen zahlreiche Hinweise ein von Personen, die angeblich Maria gesehen haben, darunter ist auch ein Hinweis, dass sie in einem Kloster leben würde, was zumindest zu Maria stark im Glauben passen würde, aber sämtliche Ermittlungen in alle Richtungen führen ins Nichts. Ein halbes Jahr ist mittlerweile vergangen, als im November 2012 Marias Verschwinden in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt wird, was den Fall landesweit bekannt macht. Die letzten Stunden der Vermissten und die Suche nach ihr werden nachgestellt, Interviews mit ihrer Familie gezeigt und Barbara und Christian sind live im Studio, die darüber berichten, wie schwer es ist, nicht zu wissen, was mit Maria passiert ist und ob sie vielleicht einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Die beiden sind den Tränen nahe, sie wirken erschöpft und verzweifelt von der Ungewissheit. Das Millionenpublikum sieht 2 gebrochene Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich Maria zu finden. 1,5 Jahre sind mittlerweile seit Maria Baumers Verschwinden vergangen, die die Familie nur mit Hoffen und Bangen überstanden hat. Doch all das bricht am 8. September 2013 zusammen. Maria ist tot. In einem Waldgebiet nördlich von Regensburg wird eine schrecklich zugerichtete Leiche gefunden. Die Obduktion stellt später fest, dass der tote Körper mit Kalk- und Gipsbindemittel überschüttet wurde, was den Zersetzungsprozess stark beschleunigt. Aufgrund dessen kann die Todesursache der 26-Jährigen nicht mehr festgestellt werden. Auch DNA oder Fingerabdrücke können nicht nachgewiesen werden. Nur ein Teil eines Spatens, der in der Nähe der Leiche gefunden wird, ist der einzige Hinweis, den die Polizei zu Marias Mörder führen könnte. 4 Tage nach dem Leichenfund gibt es dann eine Festnahme. Schon lange hat die Polizei einen Verdächtigen im Visier. Nur der letzte entscheidende Beweis hat ihnen bislang gefehlt. Es ist Christian, Marias Verlobter. Der Mann, der im Fernsehen um seine angeblich verschwundene Freundin geweint hat. Schon seit seiner ersten Befragung hegt die Polizei den Verdacht, dass Marias Verschwinden nur inszeniert ist. Als Christian 4 Tage nach dem Verschwinden befragt wird, gibt er verschiedene Versionen über den Morgen des 26. Mai 2012 ab. Mal sei er um 6, mal um 7 und mal um 8 Uhr aufgestanden. Mal sei er 1, dann 2 und später dann sogar 3 Stunden joggen gegangen. Es ist normal, dass Erinnerungen verblassen, aber bereits 4 Tage später soll er nicht mehr gewusst haben, was sich an dem Morgen abgespielt hat, an dem seine Freundin verschwand. Während seiner Vernehmung wird Christian sehr nervös. Sein gesamtes Verhalten kommt der Polizei seltsam vor. Er schwitzt und zittert extrem. Aber allein das macht ihn nicht zu einem Hauptverdächtigen in einem Mordfall. Aber die Polizei ermittelt weiter gegen Christian, während der 26-Jährige zu diesem Zeitpunkt nichts ahnend Marias Familie zur Seite steht. Die Polizei findet heraus, dass er kurz vor Marias Verschwinden Kalk, der perfekte Mord und Lorazepam letale Dosis gegoogelt hat. Lorazepam ist ein Wirkstoff der Benzodiazepine, ein starkes Beruhigungsmittel, das gegen Angststörungen eingesetzt wird und in hohen Dosen sedierend wirkt. Es könnte die Ursache für Marias seltsame Gedächtnislücken vor ihrem Verschwinden sein. Als Pflegekraft wäre es außerdem nicht schwer, an das Medikament zu kommen. Aber das ist noch nicht alles. Am 23. Mai 2012, 3 Tage vor Marias Verschwinden, kauft Christian einen Spaten. Genau den, der neben der toten Maria gefunden wird. Außerdem wird die Leiche in einem Waldgebiet gefunden, das unweit vom Reiterhof von Christians Bruder liegt, wo die 26-Jährige das letzte Mal lebend gesehen wurde. Was, wenn es Maria dort nie weggeschafft hat? Denn auch auf dem Dachboden seines Bruders macht die Polizei 2 Wochen nach dem Leichenfund eine interessante Entdeckung. Den fehlenden Teil des Spatens. Und auch wenn es viele Indizien für Christian gibt, sind es allerdings nur Indizien.
Es gibt keinen handfesten Beweis, dass er wirklich seine Verlobte getötet hat. Christian selbst schweigt zu den Vorwürfen. Marias Familie kann nicht fassen, dass Marias Freund der Mörder sein soll. Und der Anwalt der Beschuldigten gibt zu Protokoll, dass die Google-Suchanfragen für einen Pfleger und Medizinstudenten normal seien. Die Polizei kann nichts dagegen tun. Nach 2 Monaten Untersuchungshaft müssen sie Christian F. wieder freilassen. Aber die Ermittlungen gegen ihn laufen weiter. Sie durchleuchten Christians Leben und müssen feststellen, dass nicht alles so ist, wie der trauernde Christian gern inszeniert. Und es gibt zahlreiche dunkle Geheimnisse, die er bislang vor allem geheim halten konnte. Sein Medizinstudium läuft schon lange nicht mehr gut. Angeblich habe er sich eine Auszeit wegen Marias Verschwinden genommen. In Wahrheit ist er schon davor durch zahlreiche Prüfungen gefallen. Als Pfleger im Krankenhaus arbeitet er weiterhin, auch nach seiner ersten Festnahme, aber seiner Chefin kommt er ebenfalls zunehmend merkwürdig vor. Da die Polizei mittlerweile sein Telefon abhört, schneiden sie auch ein Gespräch mit seiner Chefin mit, in dem Christian offen darüber spricht, welches Motiv die Polizei hinter dem Mord vermutet und dass der Spaten, der bei der Leiche gefunden wurde, ihm gehört. Dazu sagt er: "Das ist witzigerweise ein Spaten, den ich gekauft habe. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, wie kann das denn sein?" Eine Frage, die sich auch die Polizei stellt und auf die es eigentlich nur eine Antwort geben kann. Auf Christians PC findet die Polizei Chatnachrichten vom Tag von Marias angeblichem Verschwinden. Es sind brisante Nachrichten, die auch die Beziehung von Christian zu seiner Verlobten in ein ganz anderes Licht rücken und ein mögliches Motiv für den Mord sein könnten. Christian wollte Maria aus dem Weg schaffen. Für eine andere Frau. Eine Frau, die ihn bereits abgewiesen hat. Und die er stalkt. Valerie kommt im Februar 2012 wegen starker Depression ins Krankenhaus. Christian F. ist ihr Krankenpfleger. Er ist nett und freundlich zu ihr und Valerie fühlt sich bei ihm in guter Behandlung. Sie weiß nicht, dass Christian zu diesem Zeitpunkt bereits alles über sie weiß. Er hat ihre Krankenakte mit nach Hause genommen, auf seinem PC Ordner mit Fotos von ihr angelegt und liest, dass sie mit 17 Jahren vergewaltigt wurde und es ihr schwerfällt, Nein zu sagen und Menschen abzuweisen. Er macht ihr deutlich, dass er mehr von ihr will, aber sie blockt ab. Um sich in ihr Leben zu schleichen, legt er sich in einem Forum, in dem sie aktiv ist, einen Fake-Account zu, gibt sich als Psychiatriepatient aus und kontaktiert sie. Ohne zu wissen, mit wem sie dort schreibt, vertraut sie sich ihrer Internetbekanntschaft an. Sie chatten, tauschen Gedichte aus. Eines davon lässt er sich sogar tätowieren. Und am Tag, an dem Christians Verlobter angeblich verschwindet, fragt er Valerie mit seinem Fake-Account, ob sie heimlich in jemanden verliebt ist. Im Dezember 2013, zu diesem Zeitpunkt wurde Marias Leiche bereits gefunden und Christian als Hauptverdächtiger kurzzeitig festgenommen, kommt Valerie erneut in die Klinik und wieder ist Christian ihr Pfleger. Ohne dass sie weiß, dass er mit einer Fake-Identität seit Monaten weiter mit ihr Kontakt hatte. Erst am Ende ihres Klinikaufenthalts wird ihr bewusst, dass Christian scheinbar besessen von ihr ist. Er schreibt ihr Briefe und besucht sie unangekündigt. Und auch nach ihrer Entlassung lässt er nicht locker, obwohl sie ihm bereits bei ihrem ersten Klinikbesuch klargemacht hat, dass sie keine Beziehung will. Trotzdem steht er plötzlich vor ihrer Tür. Er ruft sie ständig an oder schreibt ihr. In manchen Monaten schreibt er ihr über 500 SMS. Valerie antwortet nur ca. 30 Mal darauf. Aber ihr fällt es schwer, Christian unhöflich abzuservieren. Die beiden haben gemeinsame Bekannte und schließlich hat Christian auch eine harte Zeit hinter sich und gerade erst seine Verlobte durch einen grausamen Mord verloren. Eines Tages steht Christian erneut unangemeldet vor ihrer Tür. Er hat Sekt und Orangensaft dabei und fragt sie nach einem Filmabend. Sie stimmt schließlich zu, aber der Abend verläuft seltsam. Sie wird ungewöhnlich müde und kann sich danach kaum an den Abend erinnern. Eine Woche später überredet eine Freundin von Valerie sie zu einem Picknick, zusammen mit Christian und einem weiteren Freund. Sie fühlt sich unwohl dabei, vor allem weil Christian sie währenddessen immer wieder fragt, ob er danach zu ihr kommen darf. Sie lehnt ab, aber Christian akzeptiert ihr Nein nicht. Im Bus bleibt er einfach sitzen, steigt nicht bei sich aus, sondern folgt ihr wie selbstverständlich mit nach Hause. Vor Gericht sagt sie später:
Da habe ich auf Autopilot geschaltet. Ich dachte mir noch, ich beweise dem verängstigten Teil in mir, dass ich überreagiere, dass gar nichts passiert. Sie kocht sich und ihm einen Tee. Christian fragt sie nach einem Taschentuch, das sie aus dem Bad holt, und setzt dann ihren Tee zum Trinken an. An alles danach hat sie keine Erinnerung mehr. Erst am nächsten Tag wacht sie auf. Christian F. liegt neben ihr. Noch am selben Tag geht sie zur Polizei und erstattet eine Anzeige. Im Krankenhaus wird sie untersucht. In ihrem Slip finden sie DNA von Christian. In ihrem Blut Lorazepam. 2016 steht Christian wegen Körperverletzung vor Gericht. Er hat gestanden, Valerie Lorazepam ins Getränk gemischt zu haben. Der Vorwurf der sexuellen Nötigung lässt allerdings sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht fallen. Und das, obwohl seine DNA in ihrem Slip sichergestellt wurde. Aber er ist noch wegen weiterer Vorwürfe angeklagt. Kinderpornografie und sexueller Missbrauch Minderjähriger. Er hat sich selbst dabei gefilmt, wie er damals als Abiturient zwei Jungen im Alter von 11 und 13 Jahren, die auf sein Internat gingen, sexuell missbraucht hat. Christian F. wird schuldig gesprochen und zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Maria Baumers Eltern und ihre Zwillingsschwester sind ebenfalls beim Prozess anwesend, auch wenn nicht der Mord an Maria verhandelt wird. Sie wollen wissen, wer der Mann wirklich ist, dem sie jahrelang vertraut haben, der zu ihrer Familie gehört hat, ihr zukünftiger Schwiegersohn werden sollte und bei dem sie sich sicher waren, dass Maria bei Christian in guten Händen ist. Aber mittlerweile ist seine Maske gefallen. Sie wissen nun, dass Christian F. ein Lügner ist, ein Stalker und ein verurteilter, pädophiler Sexualstraftäter. Aber ist er auch ein Mörder? 2019 nimmt ein neues Team der Staatsanwaltschaft den Fall Maria Baumer erneut auf. Mittlerweile gibt es neue Möglichkeiten, die stark zersetzte Leiche und ihre Kleidung doch noch zu untersuchen, um eine Todesursache festzustellen. Und es ist der endlich lang ersehnte Durchbruch. Maria Baumer starb an einer Überdosis Lorazepam. Das Medikament, für das Christian noch kurz davor nach der tödlichen Dosis gegoogelt hat und mit dem er auch Valerie betäubte. Außerdem finden die Ermittler in einem Knochenmark und einer Kleidung Spuren von Tramadol. In Verbindung mit Lorazepam führt es zum Atemstillstand. Es sind beides Medikamente, die Christian als Pfleger in der Klinik gestohlen hat. Endlich reichen die Indizien für einen Mordprozess, der im Herbst 2020 unter großem medialen Interesse beginnt. Von dem trauernden Verlobten, der vor Sorge um seine Freundin fast umkommt, so wie er sich im Fernsehen präsentiert hat, ist vor Gericht nichts mehr zu sehen. Er ist kühl, emotionslos und zeigt keine Regung. Er ist ein Mann, der alle täuschen konnte. Christian gibt zu, dass er die Leiche seiner Freundin im Wald verscharrt hat. Allerdings habe er sie angeblich nicht getötet. Maria soll unter Depressionen und starken Menstruations- und Rückenschmerzen gelitten haben, weshalb sie Lorazepam und Tramadol selbst einnahm. Er habe sie laut eigener Aussage tot in ihrem Bett gefunden. Um den Diebstahl aus der Klinik zu vertuschen, sei ihm die Idee gekommen, Marias Leiche zu verstecken und ihr Verschwinden zu inszenieren. Ein tragischer Unfall, Tod und eine Kurzschlussreaktion, die sich verselbstständigt habe, sagt sein Verteidiger. Er fordert für Christian einen Freispruch. Aber das Gericht glaubt ihm nicht. 8 Jahre nach Marias angeblichem Verschwinden wird Christian wegen heimtückischen Mordes zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Sie vermuten, er habe Maria getötet, um für eine Beziehung zu Valerie frei zu sein. Warum er sich nicht einfach von Maria getrennt hat, beantwortet auch das Gerichtsverfahren nicht. Eine Frage, die bis heute Marias Familie quält und auf die sie wohl niemals eine Antwort bekommen werden.